Hallo, hier ist Christoph von Tablet.de und wir sind hier am Stand von HP und schauen uns das neue HP EliteBit an. Es ist das erste Tablet, das mit einer Intel Atom Z3795 kommt. Das heißt, das hat 64-Bit, unterstützt 4 GB Arbeitsspeicher und somit ist es eigentlich auch eines der schnellsten Intel Bay Tablets generell. Natürlich laufend mit einem 64-Bit Windows 8 Betriebssystem. Schauen wir uns nun das Gerät etwas genauer an. Wir haben auf der Vorderseite schon eben die Neuheit, das Full-HD-Display, ein IPS-Display diesmal auch mit sehr guten Betrachtungswinkeln und auch generell sehr guten Farben, an einer guten Farbwiedergabe. Auf der Unterseite haben wir den touch-sensitiven Button sowie auch hier eine Kamera. Auf der Oberseite befinden sich dann die zwei Mikrofone, den Lock für die Screen-Rotation sowie hier auch den Audioanschluss. Auf der Rückseite haben wir ein hochwertiges Aluminiumgehäuse im Vergleich dazu zum HP Omni 10, wo das Design eigentlich gleich ist mit diesen gewölbten Rändern. Hier haben wir dann auch wieder links oder rechts, beziehungsweise hier rechts, den Lautstärkeregler und hier dann eine Abdeckung für eine SIM-Karte zum Beispiel. Das heißt, das Gerät ist LTE-fähig, was auch nochmal eine positive Erweiterung zum Beispiel zum alten EliteBit ist, beziehungsweise auch zum HP Omni 10. Dafür liegt aber der Preis auch bei 649 Euro. Die wichtigsten Anschlüsse befinden sich dann auf der Unterseite. Hier haben wir den Dockboard sowie zwei Lautsprecher. Das heißt, man hat hier keinen standardmäßigen Micro-USB-Anschluss, beziehungsweise auch keine Möglichkeit, hier direkt einen USB-Anschluss an das Gerät anzuschließen, was für viele wieder ein Nachteil sein könnte. Allerdings ist das auch ein Business-Gerät und hierzu gibt es dann auch einiges an Zubehör. Zum Beispiel haben wir hier eine Abdeckung oder ein Cover. Hier vor allem für Business-Kunden auch, die auf Sicherheit bedacht sind, gibt es zum Beispiel dieses Cover mit einem integrierten Fingerprint-Reader beziehungsweise auch einer zusätzlichen Karte, mit der man das Ganze dann aktivieren kann. Ohne diese würde das Gerät auch nicht funktionieren, beziehungsweise könnte man es nicht benutzen und somit ist das Ganze nochmals etwas abgesichert. Dann hier auch natürlich sind dann hier auch ein paar Anschlüsse integriert, wie zum Beispiel ein USB 3.0 Anschluss oder ein HDMI Anschluss und nochmals ein erweiterter Dock-Anschluss, damit man das Gerät natürlich auch laden kann. Das war's. Das Gerät ist ab Ende März im Handel erhältlich, ab einem Preis von ca. 649 Euro, was eigentlich für ein Gerät mit dieser Ausstattung mit LTE fast wieder in Ordnung ist, vor allem auch mit dem Full-HD-Display. Welche Alternativen gibt es? Zum Beispiel das Dell Venue 11 Pro, was in Zukunft vielleicht auch mit LTE erhältlich sein wird. Das war's. Ich bin Christoph von Tablet.de. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.